Ich höre immer wieder mentale Blockaden und negative Glaubenssätze aus Gesprächen mit Menschen, die noch nicht investieren und die sich quasi gegen den Aktienmarkt bewusst oder teilweise auch unbewusst aussprechen. Und ich möchte heute über ein paar Punkte mit euch sprechen. Der erste Punkt bzw. die erste Aussage, die man immer mal wieder hört, ja auch eigentlich nur auf einer gedanklichen Fehlinformation beruht, ist, dass eben viele Leute sagen, hey, der Aktienmarkt ist nur was für reiche Leute. Du kannst erst in Aktien investieren bzw. es lohnt sich erst in Aktien zu investieren, wenn du eben schon super viel Geld hast. Und das ist meiner Meinung nach ein fataler Denkfehler. Weil die Menschen, die mit Aktien Erfolg haben, die haben sehr früh angefangen, auch als sie noch nicht so viel Geld hatten und eben noch keine 100.000 Euro hatten, die sie investieren konnten. Der Verlauf des Geldes, schauen wir uns mal an. Wir haben ja immer das Geld, was wir verdienen, was quasi reinkommt. Ja, dann haben wir eben die Möglichkeit, dieses Geld zu behalten oder einen Teil des Geldes zu behalten. Dann können wir mit diesem Geld entweder eins machen, wir behalten es, wir lassen es auf unserem Sparkonto oder wir investieren es relativ zeitnah in irgendwelche Assets, in dem Fall den Aktienmarkt. Jetzt kannst du dir natürlich selbst die Frage stellen, was ist besser, Geld anzusparen über Jahre hinweg und erst nach 10 Jahren anzufangen oder eben Geld zu verdienen oder sobald du Geld verdienst, das Geld zu behalten, lernst es zu behalten und dann auch schon investierst. Meiner Meinung nach ist das auch viel besser. Erstens, weil du eine Routine aufbaust und zweitens, weil selbst bei kleinen Summen der Zinseszins eben schon wirken kann und du eben das Investieren als etwas ganz Normales empfindest. Das heißt, du musst nicht irgendwie aus einer reichen Familie kommen. Ja? Du kannst den Aktienmarkt aus jeder Lage heraus nutzen und wenn du wirklich willst und Gas geben möchtest, und mein Fall ist das Beste, ich bin auch nicht irgendwie reich geboren, ich habe auch keine 1.000 Euro Startkapital bekommen, sondern ich habe selber angefangen zu investieren und mein eigenes Geld zu verdienen. Ich habe sogar damals in einem Job gearbeitet oder in vielen Jobs gearbeitet, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, aber ich wusste, ich mache das Ganze, um für meine Zukunft vorzusorgen. Und deswegen ist diese Aussage, ja, dass der Aktienmarkt erst dann was für dich ist, wenn du schon viel Geld hast, meiner Meinung nach komplett blödsinnig, ja, weil ich es eben so gemacht habe, ja, dass ich mein Geld sofort, so früh wie möglich in den Aktienmarkt investiert habe und dadurch mein Vermögen über die letzten 6-7 Jahre wirklich potenziell jedes Jahr immer angestiegen ist. Hätte ich das nicht gemacht, hätte das Geld bis heute angesammelt, dann wäre mein Vermögen nicht mal halb so hoch wie heute. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Es wäre nicht mal halb so hoch wie heute. Deswegen fang so früh wie möglich an und du brauchst auch keine 100.000 Euro oder eine besondere Vorgeschichte, ja, um am Aktienmarkt anzufangen. Ich sage immer so, am Aktienmarkt gibt es wirklich Platz für jeden. Dann Denkfehler Nummer 2 ist tatsächlich, dass es wirklich Menschen gibt, die sagen, der Aktienmarkt ist einfach viel zu riskant. Ja. Es ist einfach gefährlich, es gleicht einem Casino. Man kann nicht wirklich kontrollieren, was man an der Börse macht. Und selbst wenn Sie sich einmal diesen langfristigen Gedanken hervorrufen, sagen Sie, nein, der Aktienmarkt ist mir zu unsicher, ich suche mir lieber was Sicheres. Diesen Denkfehler, den kann man eigentlich super schnell auflösen, indem man sich eine Sache klar macht. Wenn du jetzt 50.000 Euro auf deinem Sparkonto liegen hast und du sagst, was könnte ich damit machen? Ach nee, Aktien sind mir zu riskant, Immobilien sind mir vielleicht zu viel Aufwand, ich will etwas komplett Sicheres haben, dann bist du schon bei deinen Ansprüchen komplett falsch unterwegs. Weil eine komplett sichere Anlage, die gibt es meiner Meinung nach nicht. Selbst das Sparbuch, was man ja auch als Anlage sehen kann, ja, weil das Geld ist ja da angelegt, leider gibt es keine Zinsen mehr, ist ja sozusagen auf den ersten Blick risikolos. Aber wenn man dann näher hinschaut, ist es eben nicht so. Wir haben aktuell eine sehr starke Inflation. Langfristig gesehen kannst du eigentlich davon ausgehen, dass dein Geld pro Jahr zwischen 2-3 real gesehen meiner Meinung nach sogar zwischen 4-5% weniger wert wird. Das heißt, du kannst mit deinen 50.000 Euro, die du einfach liegen lässt, in einer risikofreien Anlageklasse ganz sicher mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dein Geld weniger wird und die Kaufkraft von Zeit zu Zeit sinkt. Das heißt, du musst dir eigentlich klar machen, durch das bewusste Eingehen diverse Risiken, die man durch gewisse Sachen wie eine fundamentale Entscheidung durch eine Aktienanalyse, wie eine klare Strategie, wie eben das Wissen, dass du das Risiko damit senken kannst, du dir quasi aber kurzfristig mehr Risiko reinholst auf deine 50.000 Euro, die jetzt vielleicht im Aktienmarkt liegen, wo du eine gewisse Volatilität hast, aber auf die lange Sicht gesehen sinkt das Risiko gegenüber der reinen Spareinlage, also wenn man jetzt Sparbuch und Aktienmarkt vergleicht, ist es langfristig eben so, dass der Aktienmarkt zum Thema Risiko, Sicherheit, Rendite das so sichere Sparbuch auf der einen Seite um Längen schlägt. Das beweist die Vergangenheit und meiner Meinung nach wird das auch die Zukunft beweisen. Wenn ich jetzt von Zukunft rede, dann meine ich die nächsten 10 bis 20 Jahre.
Es sei denn, wir gehen jetzt davon aus, dass die Wirtschaft, ja, die nächsten 10 bis 20 Jahre und die Unternehmen, ja, die die Wirtschaft trägt, den Bach runtergehen. Dann könnte es sein, dass es eben nicht so der Fall ist, aber dann bist du auch mit deinem Sparvermögen wahrscheinlich genauso schlecht unterwegs. Und dann der dritte Punkt, der gefährlich ist, den ich immer wieder sehe, dass Menschen das Thema nicht wirklich ernst nehmen. Ja, dass sie es etwas sehen wie eine Spielwiese. Dass sie quasi so sagen, naja, ich habe ja jetzt ein bisschen was in Aktien, ja. Ich habe mich jetzt ja überwunden, ja. Ich habe mal ein bisschen was mit Aktien gemacht. Aber man einfach merkt am Verhalten, an Aussagen, dass es gar nicht ernst gemeint ist. Das heißt, das Klassische, was ihr auch immer wieder hört, wo ihr euch vielleicht auch erkennt, ah, ich investiere auf Bauchgefühl, ich suche ein paar Aktien raus, aber das ist ja sowieso, also man kann ja sowieso nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen, das basiert ja eh alles auf Glück, auf Hoffnung, man kann eh nur ein paar Aktien auswählen und das Ganze, naja, langfristig muss man sowieso Glück haben. Meiner Meinung nach ist das total Quatsch. In den Medien sieht man natürlich immer wieder Leute, die Glück hatten mit Aktien, mit GameStop, mit Bitcoin, mit irgendwelchen Coins. Das ist auch schön und das sollte man auch jedem gönnen, der gewinnt. Ja, ist auch schön, dass Leute im Lotto gewinnen, aber langfristig kannst du seriösen Vermögensaufbau betreiben. Und das auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil wenn du dir in deinem Aktienportfolio oder auch mit ETFs auf der einen Seite, wenn du dir da stabile Sachen aussuchst, wenn du dir Unternehmen raussuchst, die in den nächsten 10, 15 Jahren eine tolle Zukunft haben, dann ist es meiner Meinung nach kein Glück und keine Hoffnung, sondern es ist eben das bewusste Reduzieren von Risiko, das klare Aufstellen von gewissen Regeln und gewissen Prozessen, die es eben braucht, um langfristig an der Börse erfolgreich zu sein. Bedeutet also, und das schließt auch eigentlich diesen zweiten Punkt zum Thema Risiko so ein bisschen ein, wenn du deine Hausaufgaben machst an der Börse, habe ich auch letztens einen Post zu gemacht auf Instagram, dann sinkt das Risiko wirklich sehr, sehr stark. Und das Glück und die Hoffnung, die braucht gar nicht so bei dir zu sein. Natürlich ist es schön, wenn man mal Glück hat und einen schnellen Gewinn macht. Aber langfristig basiert der Erfolg an der Börse. Und das sieht man an den erfolgreichsten Investoren. Oder am Beispiel von Helmut, nicht auf Glück oder Hoffnung, sondern eben aus einer klaren Strategie, aus Kontinuität. Und das ist ein entscheidender Punkt, dran zu bleiben über Jahre hinweg, auch wenn dir mal Fehler passieren. Auch wenn die scheinbar das Glück verlässt an der Börse, dran zu bleiben, na, die Aktien wirklich zu kennen, die Unternehmen zu verstehen und das wirklich über Jahre hinweg zu machen. Und das machen eben die wenigsten. Die meisten Leute, die sich mit der Börse aktuell beschäftigen, die werden es langfristig nicht schaffen. Nicht, weil sie nicht intelligent wären, nicht, weil sie nicht die richtigen Aktien finden, sondern weil sie dieses Kontinuierliche überhaupt nicht durchhalten können. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, die nächsten 15, 20 Jahre zu planen. Deswegen ist es wichtig, einen Prozess zu haben, der darauf hinausführt, dass man eben diese Kontinuität am Aktienmarkt, dass man die eben einhalten kann. Du kennst es vielleicht selber, wenn du irgendwelche Sachen anfängst. Du willst dies machen, du willst abnehmen, du willst aufhören zu rauchen und es klappt nicht. Der Erfolg geht auch nur da, wenn du einen klaren Prozess hast und wenn du dich selber wie dein eigener Angestellter behandelst und wenn du dir Regeln setzt und diese auch stumpf durchführst. Genau das brauchst du am Aktienmarkt und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dich natürlich auch gerne melden für ein kostenloses Erstgespräch unter www.mxrode.com. Ich freue mich, von dir zu hören und wenn dir das Video gefallen hat und du dich vielleicht in dem einen oder anderen Gedanken erkennst, dann schreib mir gerne oder schreib gerne einen Kommentar. Bis dann.